Moin Moin, und da melde ich mich schon wieder mit einem Unboxing-Video. In letzter Zeit häuft sich das ganz schön. Und ja, diesmal etwas spontaner, denn habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich hatte von dem guten Scarfon was in der Post. Ja, und es fühlt sich an, als wären es, man sieht es schon hier an der Form, wie man es knicken kann, als wären es entweder zwei Spiele oder zwei Filme. Könnte vom Format her beides sein. Ist so dieses DVD-PlayStation 2-Format. Und ja, wie gesagt, ich weiß von nichts. Ich bin sehr, sehr gespannt. Er hat mir jetzt auch keine große Ankündigung gemacht oder irgendwie was verraten oder irgendwie einen Hinweis gegeben. Deswegen würde ich sagen, gucken wir einfach mal rein. Ne? Ich bin sehr gespannt. Und ja, ich habe übrigens, kann ich mal kurz erwähnen, vorhin die ersten beiden Parts des letzten Livestreams hochgeladen. Und morgen am Sonntag kommen noch die letzten beiden Parts. Nur, dass ihr das dann noch schon mal wisst. Nicht, dass ihr euch wundert, ja, wo bleibt jetzt der Rest, Alex? Aber ich habe gedacht, bevor jetzt der neue Stream dann nächste Woche kommt, ne, ich habe ja gestern ein Infovideo hochgeladen, sollte vielleicht der alte schon mal hochgeladen werden. Nicht, dass sich dann die Streams noch türmen bei mir. So, ich greife erstmal rein, ob es eventuell einen Zettel gibt. Auf der Seite des Pakets nicht. Zumindest fühle ich jetzt gerade keinen Zettel. Wenn ich ihn hinterher finde, ist das so. Ich ziehe jetzt einfach mal das erste Spiel raus. Oh, okay, es ist extra eingepackt. Da steht sogar drauf Alex. Wenn jetzt bei dem anderen Steffi draufstehen sollte, darf ich es überhaupt auspacken? Vielleicht steht es ja auch gar nicht drauf. Aber Moment, da kommt ein Zettel. Da kommt ein Zettel. Moin Alex. Dieses Paket kam unerwartet. Richtig, wie erwähnt. Es enthält zwei Sachen, worunter sich noch eine Überraschung befindet. Eins vorweg, das Teil ist etwas älter. Scarfon. Ja, das macht überhaupt nichts. Ich mag ja gerne alte Spiele und so weiter. Ja, ist das andere auch eingepackt? Ich guck mal eben nicht, dass ich mich das... Ja, auch eingepackt. Oh, da steht tatsächlich Steffi drauf. So, jetzt ist die große Frage. Das habe ich jetzt natürlich vorher nicht gewusst. Mache ich das für Steffi auch auf und überrasche sie praktisch mit diesem Unboxing-Video? Das wäre ja auch mal ganz schön. Ich weiß jetzt nicht, ob es in deinem Sinne ist. Ich würde jetzt ehrlich gesagt das gerne so machen, dass ich es auspacke und Steffi mit diesem Unboxing-Video überrasche. Vielleicht macht sie ja trotzdem noch ein kleines Video oder so. Ich weiß es nicht, aber ich würde das eigentlich ganz gerne mal machen. Wenn, ich hoffe, das ist in deinem Interesse. Weil es hat jetzt ja leider nicht mehr geklappt. Steffi ist ja schon wieder weg. Ich mache aber erst meins auf. Und ich sehe vom Format her, dass das für Steffi wahrscheinlich eher die PlayStation 3 oder 4... Ne, 4, glaube ich. Mal gucken. In irgendeine Richtung geht es auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Ich mache jetzt erstmal meins auf. Und wollen wir wieder gemeinsam gucken? Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das wieder machen. So, es ist ein PlayStation 2 Spiel. Wir gucken mal wieder gemeinsam. Gucken, dass es sich am besten nicht spiegelt. Das ist schwierig gerade. So. Okay, ich sehe was. Noch sagt es mir nichts. Ui, was ist denn das? Oh, Time Splitters 2. Ich habe den Titel Time Splitters schon mal gehört, kann da aber ehrlich gesagt auch gar nichts mit anfangen. Das sieht so ein bisschen, ja, sieht nach Ego-Shooter aus, sieht aber ziemlich geil aus, muss ich sagen. Nicht uninteressant, nicht uninteressant. Sehr vielen Dank dafür. Cool, coole Idee davon. Ich zeige euch mal, ich versuche mal, ja, man sieht ein bisschen was, es spiegelt halt ein bisschen. Also es ist wirklich nett, sehr, sehr schön, das freut mich. Dankeschön dafür. Und ich werde das jetzt, glaube ich, so machen, dann kann ich die Steffi heute Abend mal überraschen und sag, du, ich habe ein Unboxing hochgeladen und ja, dann wundert sie sich. Also hier ist ein Geschenk für Steffi und ich mache das jetzt für Steffi auf. Ich könnte natürlich auch reingucken und es euch nicht zeigen. Nein, also wenn, dann gucken wir uns das jetzt gemeinsam an. Da habe ich jetzt ja nicht mit gerechnet, weil ich habe gedacht, gut, jetzt machst du halt ein Video. Es ist tatsächlich, ja, es ist tatsächlich etwas, ja, okay. Ne? PS4. Wir haben ja schon mal ein PS4-Spiel. Jetzt bin ich aber echt sehr gespannt. Wahrscheinlich wird die Steffi das dann bei mir spielen, weil ich glaube, Steffi hat ja keine PS4, aber das ist jetzt ja erstmal nicht so schlimm. Day One It. Oh, 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 oh. Ich glaube, Steffi, da könntest du dich freuen. Eieiei, Final Fantasy 15. Das ist ja wohl das brandneue, das ganz, ganz aktuelle. Ne? Also gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, also ich glaube, da kann ich mich im Namen von Steffi sehr, sehr bedanken. Da wird sie sich sehr drüber freuen. Vielleicht ein paar Eindrücke von hier hinten.
Ja, ich denke mal, wenn die Steffi das nächste Mal bei mir ist, weiß sie schon, womit sie sich dann, wenn ich eine Woche lang zur Arbeit fahre, tagsüber die Zeit vertreiben kann. Jetzt hat sie Final Fantasy 4. Sehr geil. Es ist ja leider so überhaupt nicht meine Richtung, aber ich kann natürlich verstehen, dass man da Fan von ist und wenn man damit aufgewachsen ist und so, dass man da nachfiebert und alles. Ich glaube, dass Steffis Lieblingsteil der 7. ist. Ich glaube, 7 ist so der groß gehypte Teil, ne? Ich glaube, 7 ist hier. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber ich bin echt neugierig, weil das sieht von der Aufmachung hier ganz anders aus, finde ich. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht zeigt Steffi davon ja mal was. Also, vielen, vielen Dank für beide Sachen natürlich. Ich bedanke mich für uns beide, ne? Im Namen von uns beiden. Das hört sich doof an. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr geile Geschenke. Vielen Dank, Scarfon. Und ich denke, die Steffi wird sich da auch drüber freuen. Bestimmt wirst du einen Kommentar von ihr hier unter dem Video lesen. Oder vielleicht macht sie ja auch nochmal ein kleines Video, wo sie sich dafür bedankt. Wir werden es sehen. Und ja, danke dafür. Falls ihr mir auch was schicken wollt, ihr kennt das Prozedere mittlerweile, schreibt mir eine PN bei YouTube, falls ihr noch keine Kontaktdaten von mir haben solltet. Und dann können wir uns gerne austauschen und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Haut rein, euer Alex sagt ciao.